es gibt Spargel. Und zwar Spargel mit schön fein gehackten Pistazien. So, und in der Pfanne sind hier grüne Spargelstangen. Ich habe unten so ein bisschen was abgeschnitten. Da kommen die Pistazien dazu. Und jetzt in Spargel, in etwas Olivenöl oder Butter oder vielleicht sogar ein bisschen Kräuterbutter, wenn man das haben möchte. Schön anbrutzeln. Ja. Dann kommt ein bisschen was von meinem guten Gourmet-Pfeffer dazu. Und das ist schon mal eine Nummer. Das lassen wir so. So, dann geht's weiter. Und zwar werde ich so ein bisschen Spargel ausbacken. Und da gibt es so einen Tempura-Teig. Und das würde ich euch einfach empfehlen, dass ihr den kauft. Tempura-Teig gibt es in jedem Asienladen oder dieses Tempura-Mehl. Könnte man auch selber machen. Mit 8 Teilen Kartoffelstärke, 2 Teilen Mehl, ein bisschen Wasser. Aber der ist richtig schön crunchy. Ja? Also den Teig mit Wasser aufrühren. Scheiße. Warte mal. Und so viel Wasser rein, ja, dass der halt schön cremig wird. Mein Gott. So. Und dann so lange rühren, dass es keine Klümpchen gibt. Herr Henze. So. Und jetzt habe ich natürlich zu viel Wasser rein. Jetzt muss noch ein bisschen Tempura-Mehl dazu. So. Also da muss man ein bisschen üben, ja, dass der Teig auch die richtige Konsistenz hat. Okay, schau her. So muss der aussehen. Ready? Dann nehmen wir den grünen Spargel und verfachen den in Frittieröl. Das heiße Fett, ja. So. Schön eintunken. Und dann kommt er herein. Flup, flup. Flup, flup. Und hellau. So. Ready? Ist ja keine Hexerei. Herr Producer, würden Sie mal zu mir kommen? Ja. Weiter geht's. Das brutzelt, das schaut gut aus. Und jetzt gibt es noch so einen kleinen Dip mit Skyr. Kennt ihr Skyr? Ja? Skyr ist ein Milchprodukt, hat sehr viel Protein, wenig Fett, super Geschmack. Toll, wenn man sich mal immer versucht, auch mal so ein bisschen gesund zu ernähren. Ich mag das gern. Sehr im Trend, gibt es mittlerweile überall. Zudem Skyr, frische Maracuja oder Passionsfrucht auch genannt. Und ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht schon erahnen könnt. Das wird richtig lecker. Pfeffer dazu. Hier geht nichts ohne mein Vanillesalz und etwas Kurkuma. Okay. Zitronensaft noch. Ready. So. Und dann ganz schnell rüber. Husch, 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 husch. So, das Öl, ich werde immer wieder gefragt, auch in meinen TV-Sendungen, hier einmal aufziehen zum Koch. Ich werde immer wieder gefragt, Mensch Kissel, was passiert mit dem Öl? Durch ein Sieb passieren, wenn es kalt ist, umfüllen in eine Flasche und dann kann man das sicherlich 3-mal verwenden. Wieder, also nicht wegwerfen. Und dann wird es auch nicht im Gulli entsorgt, sondern da geht man zum Wertstoffhof und gibt eine Flasche ab und gießt sie in den Öltank. So. Einmal den Skyr-Dip. Dann eine ordentliche Portion von dem gebratenen Spargel. Kann man das gut sehen? Gebratener Spargel. Und dann kommt, weil es so schön ist, geben wir hier noch ein bisschen was von dem frittierten Spargel dazu. Obendrauf, hier gibt es im Shop bei mir ein reduzierter Balsamico-Essig. Also das ist nicht zu vergleichen hier mit dieser Blödcreme, das man überall kaufen kann. Ja, das hat überhaupt nichts mit Essig zu tun. Das ist sehr genial. Und übrigens, ihr könnt im Shop jetzt alles versandkostenfrei bestellen, wenn ein Buch dabei ist. Tolle Sache. Und das wird nachgekocht. Zur Spargelzeit gibt es nichts Besseres. Guten Appetit.